Hallöchen, Freunde der Sonne. Willkommen auch direkt zurück nach dem Stoppknopf-Fail. Schauen uns erst mal, wir wollten die taktische Vertrautheit noch anschauen. Die ist eigentlich ganz okay. Wundert mich jetzt tatsächlich. Aber hey. Spielvorbereitung individuell, Vertrautheit hat er mir gerade angezeigt, okay. Schauen wir mal tatsächlich, was gegen Zagreb möglich ist. Ich rechne mit einer Niederlage. Risse verletzt sich, ist jetzt nicht so wichtig. Na, ich rechne mit einer Niederlage. Sind wir mal ehrlich. Da reagiere ich jetzt mal noch nicht drauf, wenn da welche Scheiße trainieren. Dann sagen Sie mir doch bitte, was ich tun muss. Ich bekomme einen Trainingsbericht. Arbeiten Sie hart. Tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass Sie mich wirklich aufstellen werden. Ich kann Ihnen nicht vertrauen. Es ist für mich Zeit, einfach reinzusuchen. Ja, dann verpiss dich doch wirklich. Ey. Wert 4 Millionen, Mauer 2,5. So, verpiss dich. Dynamo Zagreb. Wir werden Risse nicht spielen lassen. Weil verletzt und geben Christian Clemens die Chance. Moment. Wenn der Rechte eh nicht hinterherläuft, kann der Rechte ja auch einfach auf Außenverteidiger stehen bleiben. Ja. Also das jetzt war der Plan, weil das Ding ist, rechts läuft nicht hinterher, Flügel steht ja offensiver. Aber da der Rechte eh nicht, da Benno Schmidt eh nicht hinterherläuft. Also er läuft hinterher, das heißt, wenn er weiter vorne steht, er läuft hinterher, passt, er deckt ab, das heißt, die deffen das hier so ein bisschen. Er hier läuft, er hier unterstützt, aber er muss ja nicht so offensiv stehen, weil er nicht hinterher läuft. In der Theorie. So, zeigt mir, was ihr, achso, Moment. So, hoffen wir mal, dass das keine Copyright-Probleme gibt. Und wir haben tatsächlich Leute im Stadion. Das ist ja der Hammer, ne? Aber hier, Fleck auf dem Bildschirm, so. Wir sollten die Spieler anweisen, kurze Pässe zu spielen. Sehe ich ein bisschen anders. Clemens. Sorensen, Schaub. Horn. Horn auf die Flügel, auf Benno Schmitz. Benno Schmitz mit einer Flanke in die Mitte. Oh, Anthony Modest, Drexler. Auf die Außen, auf Horn. In die Mitte, Elfmeter. Und den Elfmeter schießt Anthony Modest. Ich hab den Finger schon an der Torhymne. Ja, mach ihn, Anthony. Komm, Toni. Drexler, Cocello, Schaub, Schaub, also bisher klappt das eigentlich ganz gut. Hier hätte jetzt zum Beispiel noch für mein Verständnis Ding stehen müssen. Geil, für mein Verständnis hätte hier Clemens stehen müssen, statt dem Rechtsverteidiger. Aber okay. Ich muss ja gucken, wenn ich Clemens, ich werde den jetzt mal auf Unterstützen stellen. Ah, okay. Ich werde den jetzt mal auf Unterstützen stellen, weil... Begründung. Da wo jetzt der Schmitz steht, soll eigentlich, also auf der Höhe hier sollte eigentlich Clemens stehen. Oh, Cordoba. Ja, also Zagreb easy, ich habe ja gesagt, easy win.
Keine Ahnung, warum wir hier gerade so gut spielen. Aber hey. Okay, Zagreb spielt jetzt etwas offensiver. Jungs, das war tatsächlich überraschend gut. Modest, Digga, das war ja. Das war ja Zucker. Zuckerbliert. Deswegen, ich möchte nicht, dass Benno Schmidt so weit rausgeht. Weil wir dann, wenn die beiden halt weg sind, sind wir halt todesanfällig. Und wenn nur er hier weg ist, dann kann er hier das eventuell noch einigermaßen deffen. Wenn er hier defensiv bleibt. Das heißt, wir haben nicht auf zwei Seiten ein Loch. Ja, also ich bin übrigens cool damit, wenn das hier so weiterläuft. Mehr Spieler, mehr von den Spielern fordern bei so einem Stand ist aber auch so eine Sache. Ein Teufelskerl, der Junge. Dann lasse ich mal Simon Zoller ran auf links. Lasse ich ihn mal ran. Das kann er schon besser, die Position. Das muss ich mir merken. Also ich werde den auch nicht zwangsläufig verkaufen. Nur wenn er tatsächlich weg will. So, der hier kann das so ein bisschen. Der hier kann das ganz gut, passt. Bader kann Rechtsverteidiger, der hier kann Linksverteidiger, der hier kann Innenverteidiger. Ist das nicht der von Hannover? Und der Kessler noch fürs Tor. So. Damit die alle ein bisschen Spielpraxis bekommen, ne? Ah, herrlich, herrlich. Gefällt mir. 7 zu 0 Schüsse. Das ist eine gute, das ist halt eine geile Statistik. 0 Schüsse zugelassen aufs Tor. Ach. Muss das wieder sein? Risse als Linksverteidiger, du. Still better Linksverteidiger denn Baba. Terodde, hätte ich nicht gedacht, dass er da rankommt. Dann machen wir gleich noch die Trainings, den Trainingsplan für die nächste Woche. Ja, war ein wunderschöner Sieg, müssen wir nicht drüber reden. Wo ist er? Wo ist Toni Modeste? Geiler Kerl, Alter. Geiler Kerl. Boah, das war wirklich. Das war eine Vollrasur. Ah, ich wechsle den einmal ein. Er ist 8 Jahre verletzt. So, nächste Woche. Ist Juli. Ja. Oder? Nee. Ach, hier, Juni. Herr Physis finde ich ja grundsätzlich mal nicht schlecht. Was ist das denn hier? Allround-Einheit. Würde ich sagen, Kraftraum, Ausdauer an dem Tag. Dann, wir spielen also erst wieder Samstag nächste Woche. Gut. Würde ich sagen, hier offensiv direktes Angriffsspiel mit vertikalem Angriffsspiel. Das ist das, was wir ja quasi machen. Defensiv möchte ich ist die defensive Zweikämpfen gewidmet. Da bin ich auch dabei. Das machen wir auch mal. Teamgeist ist auch wichtig. Ich möchte immer möglichst wenig von diesen allgemeinen Sachen machen. Und tatsächlich sehr viel spezifische Sachen machen. So wie, hey, ich möchte das direkte Angriffsspiel machen und so weiter. Technik möchte ich die Ballverteilung üben. Dann möchte ich hier den Ballbesitz üben. Oder Ballbesitzsicherheit. Donnerstag gibt es keine Pause, offensives Positionsspiel. Da trainieren alle, aber die alle trainieren defensives Positionsspiel. Moment, dann tausche ich das doch einfach. Dann mache ich hier statt Physis. Defensives Positionsspiel, weil dann ist da die Verletzungsrate besser und dann mache ich hier die Physis rein. Ja, dann passt es einigermaßen. Läuft.
Aber würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Bis dann.